So, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier bei uns aus dem Trading Floor in Frankfurt. Ja, die Märkte weiterhin sehr robust, muss man an dieser Stelle sagen. Bevor wir aber in den Chart blicken, was steht auf der Agenda? Zum einen, ja gut, wollen wir uns heute mal die Indizes etwas genauer anschauen. Es geht zum einen um den Dow Jones, den wir hier uns im Vergleich etwas genauer anschauen wollen, der ja letzte Woche in der Tat ein bisschen mehr auskonsolidiert hat, während der DAX eine gewisse Robustigkeit im Moment vorweisen kann und sich nicht in irgendeiner Form von seinem aktuellen Bewegungshochs und vor allem auch Jahreshochs irgendwie abhalten lässt, seine relative Stärke beizubehalten. Deswegen die alles entscheidende Frage, werden wir hier möglicherweise eine Sommerkorrektur sehen, ja oder nein? Was ist mit der Börsensaisonalität? Sell in May and go away? Oder sind einfach im Moment sehr viele einfach unterinvestiert und müssen schauen, dass sie hier verstärkt in den Markt weiterhin investieren, um die ganz große Marktbewegung zum Jahresende möglicherweise auch hier nicht zu verpassen? Es ist schon einiges auch soweit vorbeigezogen an großen Marktteilnehmern. Viele waren ja durchaus auch skeptisch zu Jahresbeginn gewesen. Man hat im Großen und Ganzen eher auf ein erstes schlechtes Quartal, zumindest ist sich darauf vorbereitet, viele Absicherungen reingenommen. Wenn man sich die Stimme von Star-Analyst Morgan Stanley anhört, beispielsweise Mike Wilson oder JP Morgan, Goldman Sachs Anfang des Jahres ebenfalls, aber die in der Zwischenzeit zumindest mal ein bisschen leicht zurückgerudert haben. Von daher lasst uns mal einen Blick auf den Chart werfen und vor allem aber auch weiterhin schauen, ob die Sommerkorrektur doch möglicherweise noch kommen wird. Oder vielleicht auch nicht. Der Dow Jones, ja, er hat in der letzten Woche schon tatsächlich angefangen, Old Economy Index, wo wir von knapp 34.000 Punkte doch deutlich mal ein bisschen Richtung Südseite wieder gelaufen sind. Okay, das ist jetzt prozentual gesehen nicht viel, von 34.000 Richtung 33.000 runter, entspricht weniger als 3%, aber von oder aus Sicht des Trader oder aus Trader-Sicht durchaus eine ganz große Marktbewegung, die man hier mit guten Volatilitäten und vor allem mit guten Trades sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite handeln kann. Ist aber jetzt nicht unser heutiger Team-Trade des Tages, sondern insgesamt wollen wir uns einfach mal anschauen. Ja, der Dow Jones hat etwas stärker auskonsolidiert, während der DAX seine Stärke auch weiterhin beibehalten hat. Es ist sehr erstaunlich, mit welcher Robustigkeit der DAX sich an dem Jahreshoch knapp um 16.000 weiterhin hält und auch keine stärkeren Korrekturen vornimmt. Wobei man sagen muss, in der letzten Woche kurzfristig, man sieht es hier sehr gut, sind wir mal wieder von um 16.000 Richtung knapp 15.750. Aber das ist auch hier weniger als 2%. 1%, wo wir uns hier so ein bisschen leicht auskonsolidieren. Wir kriegen keine allzu großen Bewegungen hin. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch kurzfristig mal den DAX etwas genauer anschauen. Unser Team-Trade des Tages, weil wir ja nicht Buy-and-Hold-Strategen sind, keine Investoren und Anleger, sondern, wie der Name Heavy Traders auch sagt, eher kurzfristig orientiert, bietet sich tatsächlich auch auf diesem Niveau um 16.000 weiterhin eine gute Short-Möglichkeit. Das CRV, das Chance- und Risikoverhältnis, liegt tatsächlich im Moment zumindest mal eher auf der Short-Seite. Man kann durchaus sagen, okay, Kurse unter 16.000 plus minus im oberen Bereich kann man durchaus auf die Short-Seite handeln und möglicherweise auch hier nochmal so einen kleineren Rücksetzer Richtung letzten Bewegungstief 15.750, eventuell sogar noch eine weitere Ausdehnung Richtung 15.5, vielleicht auch mal in Form eines Trades soweit umsetzen. Aber im Moment, wie gesagt, haben wir hier keine nachhaltigen Bewegungen. Was unten ist, ist beim DAX sofort und im Umkehrschluss wieder oben. Was oben ist, wird auch relativ schnell wieder nach unten ausgedehnt. Das hat man heute auch wieder sehr gut erkennen können. Als wir um 16.000 wieder angeklopft haben, sind wir jetzt gerade wieder auf dem besten Weg Richtung 15.900 unterwegs. Also kurzfristig Short-Ideen bedingt dessen, weil einfach hier, ich sag mal so knapp bei 16.050, da könnte man den Stop setzen und abwarten, bis die Kurse hier etwas möglicherweise auch stärker wieder ein bisschen ausdehnen auf der Südseite. Von daher unser Team-Trade des Tages, ist auch mal ein DAX-Short, den wir uns dann um 14.15 Uhr, und das ist sehr, sehr wichtig, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir setzen keine Trade vorher um, sondern wollen ihn hier um 14.15 Uhr unter heavytraders.live gemeinsam mit euch nochmal besprechen, damit ihr auch seht, warum, weshalb und vor allem, wie die Kurse dann bis 14.15 Uhr stehen. Und dann schauen wir uns möglicherweise auch noch die Wall Street an, 15.30 Uhr,
und entscheiden uns dann erst im Laufe des Tages, ob dieser Trade dann in Frage kommt. Ganz, ganz wichtig, er wird nicht jetzt umgesetzt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Deswegen seid ihr alle recht herzlich soweit eingeladen, unter heavytraders.live, 14.15 Uhr live mit dabei zu sein. Wenn ihr unterwegs sein solltet, am besten einfach die App downloaden und dann seid ihr ebenfalls mit dabei. So viel erstmal aus charttechnischer Sicht. Und ja, alles wurde jetzt erstmal soweit besprochen. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen auf weiteren Marktkontext ab. Möglicherweise noch mal den nächsten Rücksetzer Richtung 16.000 uns anzuschauen oder vielleicht Kurse unter 15.900 bestätigend für eine Short-Idee soweit aufzunehmen. Das dazugehörige Zertifikat mit unserer basierenden Strategie, was wir uns hier zurechtgelegt haben, hat folgende Wertpapierkennnummer: Mata Anton 6 Quelle Y1. Der Hebel beim Zertifikat 20,9. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere denken, wow, 20er Hebel, das ist doch viel zu viel. Nein, ist es nicht, wenn die Positionsgröße entsprechend klein gewählt ist. Also das ist immer sehr wichtig. Der Hebel eines Zertifikats hat nur dann die Aussage oder eine bestätigende Aussagekraft mit der Positionsgröße. Nur das in Kombination macht letztendlich das Risiko. Also wenn wir uns vorher immer entschieden haben, knapp 2.000 Euro zu positionieren, dann kann es durchaus sein, dass wir jetzt vielleicht nur mit 700 Euro reingehen und dann ist 20% Hebel rein gar nichts. Aber das besprechen wir am besten um 14.15 Uhr. Seid auf jeden Fall mit dabei. Der Preis selbst vom Zertifikat liegt im Moment knapp bei 7,75 Euro. Der K.O. des Zertifikats 16.689, also der K.O. meilenweit davon entfernt zum aktuellen jetzigen Stand. Ja, und die Sommerkorrektur, ja oder nein, das besprechen wir um 14.15 Uhr. Wir sehen uns, bleibt dran, bis gleich.